Willkommen zu Ullis Guitar Basic Nummer 8. Es ist heute relativ egal, ob ihr eine E-Gitarre oder eine klassische Gitarre da habt. Es geht natürlich immer um beide Gitarren. Rechte Hand auch total egal für jetzt. Es geht um die Barrés und wie wir sie finden. Es gibt vier Barré-Matrixen. Jetzt würde ich fragen, was ist eine Matrix? Ganz einfach eine Vorgabe, ein Open Chord. Wir kopieren Barrés von E-Moll, E-Dur, A-Moll und A-Dur. Alle Barrés sind nur Kopien dieser vier Open Chords. Ich fange an mit E-Dur. Wenn ich jetzt E-Dur um einen Halbton nach oben shifte, dann habe ich zwar auf den drei Saiten, die ich greife, tatsächlich F-Dur, aber die anderen Saiten sind natürlich nicht mitgewandert. Deswegen muss ich jetzt hier einen künstlichen Sattel bilden und dann mit den Restfingern E-Dur greifen. Das heißt, was vorher 1, 2, 3 war, ist jetzt 2, 3, 4. Der F-Dur im ersten Bund ist etwas anstrengend, deswegen nicht zu lang bleiben, geht einfach ein Hals bisschen hoch. Fünfter Bund. Gleicher Griff, Kopie von E-Dur. Jetzt haben wir klingend A-Dur. As-Dur, G-Dur, Ges-Dur oder Fis-Dur. So, zwischendrin Hände ausschütteln. Jetzt kommt die Kopie von E-Moll. E-Moll wäre im klassischen Sinne mit 2-3, also Mittel- und Ringfinger. Ich gehe einen Halbton nach oben. Erhalte wieder einen Mischakkord, den es so für euch nicht gibt. Ich ersetze den Sattel aus Plastik durch meinen Finger und spiele E-Moll mit 3 und 4. Bitte nicht mit 2 und 3. F-Moll erhalte ich. Ich gehe noch einen Ganzton hoch. Dann habe ich G-Moll. Ein Halbton hoch. Dann habe ich G-Moll. Hand ausschütteln. Wenn eure Gitarre in den tiefen Lagen sehr schwer läuft, dann solltet ihr das ein paar Bünde höher üben. Hier ist extrem wichtig, dass die Gitarre keinen ungeheuer großen Saitenabstand hat. Klassische Gitarren haben das meistens oder wenn sie nicht so besonders gut sind. Auf der E-Gitarre geht es meistens deutlich einfacher. So, das waren die zwei E-Typen. Was ist ein E-Typ? Ein E-Typ ist ein Akkord über sechs Saiten, ein großes sechsseitiges Barré, Grundton auf der E-Saite. Jetzt kommen die zwei A-Typen. A-Moll. Ich shifte. Jetzt greifen meine Finger B-Moll. Ich muss wieder den Sattel ersetzen. Und erhalte den richtigen B-Moll. Ich verschiebe um einen Halbton nach oben. H-Moll. Bitte nicht verwechseln. Im Englischen, also im internationalen Bereich, ist das B-Minor. Ihr seht also einen großen Buchstaben B. Nicht denken, dass das B-Moll wäre, sondern es ist B-Minor gleich H-Moll. B-Moll ist B und heißt auf Englisch B-Flat Minor. Das ist gekennzeichnet durch ein Doppel-B und natürlich das Minus-Symbol. Letztens ist A-Dur. Matrix, ich shifte. Sehr interessanter Akkord. Erhalte mit den drei gegriffenen natürlich B-Dur. Der Rest bleibt A-Dur. Also Finger. Das ist das Schwierigste. Ich zum Beispiel kriege meine Finger fast nicht in den Bund hinein. Hand ausschütteln. So, jetzt die größten Probleme haben Schüler nicht mit dem Greifen von Barrés. Das klappt meistens gar nicht so übel. Sondern, wo ist er denn? Wir müssen die zwei Hauptseiten E und A unbedingt wenigstens bis zum siebten Bund beherrschen. Ich mach's vor. E, F, Fis, G, G.
Grundton als Dreingabe C. Jeder weiß, C ist ein sehr wichtiger Grundton. Jetzt auf der A-Seite. A, B, H, C, Cis, D, Dis, E, F. F haben wir jetzt zweimal, auch C haben wir zweimal, das heißt, wir sind abgesichert. Ich habe jetzt mal Kreuztöne herausgegeben und mal abgesenkte mit B. Jeder schwarze Grundton, Fis, Cis, Gis, Dis, B, S, As, Des und so weiter, hat natürlich zwei Namen. Ich kann diesen Platz Ass nennen, wenn ich von A herunter alteriere. Oder ich kann ihn Gis nennen, wenn ich von unten hoch alteriere. Der Griff ist der gleiche. Das ist Gis-Dur oder Ass-Dur. Ihr müsst nicht wählen. Der Komponist wählt für euch. Wenn er Gis-Dur will, dann spielt ihr Gis-Dur. Und wenn er Ass-Dur will, spielt ihr an der gleichen Stelle Ass-Dur. Zwei Namen. Gleicher Griff, gleicher Klang. Ganz andere Notation und natürlich andere Tonleitertöne. So, das war's. Bis zum nächsten Special. Dankeschön.